Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich zeige euch erstmal, was ich in diesem Video vorhabe. Wir wollen jetzt nämlich mal langsam, und es ist jetzt auch mal Zeit, Einladungen für den Schulanfang basteln. Und zwar habe ich gestern schon mal testweise eine Zuckertüte aus Bügelperlen gemacht, um zu gucken, wie das funktioniert, ob das funktioniert, ob das schön aussieht. Und ja, ich finde, es sieht schön aus. Es hat auf jeden Fall gut funktioniert und die ist auch stabil. Ich habe mir hier richtig viele Sachen ausgesucht und es ist, naja, eigentlich hätte ich auch ein Moodboard machen können. Aber das sind jetzt hier so ein paar Sachen, die mich inspiriert haben. Das ist diese Zuckertüte, die ich nachgemacht habe. Ich habe die natürlich seitenverkehrt gemacht, aber ist nicht schlimm. Sowas will ich auf jede Einladung haben. Dann finde ich das hier mit dieser Dymo-Schrift auch richtig cool. Das werde ich auch irgendwie da integrieren. Hier fand ich diese Schnur mit den Wimpeln ganz hübsch. Sowas in der Art will ich auch machen und die Wimpel aus Krepppapier. Hier ist es nochmal sowas mit so Wimpeln, das finde ich total schön. Hier ist nochmal eine andere Zuckertüte oder wahrscheinlich ist es sogar dieselbe. Nochmal diese Wimpel mäßig. Solche Stifte wollen wir hier machen. Und zwar aus Moosgummi, also ohne so eine Schnur, sondern erstmal nur so Stifte. Genau, da habe ich gestern hier die Bügelperlen gekauft und diese Untersetzer dafür. Und es halt erstmal ausprobiert, funktioniert. Und ach so, hier ist das restliche Zeug. Genau, ich habe noch mehr gekauft. Ja, das ist das Krepppapier für diese Wimpel. Das ist die Schnur, das ist eine, die hoffentlich auch nicht so fusselt oder sowas. Und dann will ich hier auch noch solche Holzbuchstaben oder Zahlen an diese Wimpelkette mit so ranhängen sozusagen. Also die werden dann halt da so hingeklebt. Dann haben wir hier Tonpapier, das ist übrigens ja Moosgummi, Briefumschläge, weil die Einladungen werden ja ziemlich fett und ziemlich groß. Und dann haben wir hier noch so normales Papier. Ja, ich hätte auch nur eine dieser Ideen umsetzen können, aber ich wäre nicht ich, wenn ich da nicht ein bisschen übertreiben würde, dann ist das natürlich mit dem Basteln einfach eine tolle Sache. So, wir können dann hier alle zusammen die Einladungen basteln. Und das ist natürlich auch nochmal Schreiben üben, Schneiden üben, all solche Sachen. Also ist jetzt nicht verkehrt irgendwie. Und ich will, dass die Leute sich sehr über die Einladung freuen und sich so denken, oha, krass, was haben die hier hergezaubert so? Ich weiß noch, meine Schulanfangseinladung war irgendwie so eine Zuckertüte zum Aufklappen, glaube ich. Die hätte ich halt auch irgendwie selber bemalt oder so. Und dann stand da drin der Text. Also es war auch so ein bisschen mit so Basteln und so. Und ich weiß, dass es mir ganz viel Spaß damals gemacht hat. Ich erinnere mich da tatsächlich noch dran, aber so lange ist das ja auch noch nicht her. Das ist richtig verrückt. Das ist, okay, es ist 20 Jahre her, aber trotzdem. So, ich habe jetzt einen Plan und zwar bastle ich jetzt einfach mal einen Prototypen von der Einladung, den wir mal als Vorlage nehmen können. Und dann habt ihr auch mal da so einen, könnt ihr mal sehen, so ein Gefühl für, was ich mir vorstelle. Und ich teste gleich mal aus, ob es funktioniert. Und dann können wir das beim Basteln dann als Vorlage nehmen. Ja, und da stelle ich jetzt mal die Kamera auf und nehme euch da mal mit. Und ja, mal gucken, wie es wird. Aber Basteln ist jetzt nicht so mein größtes Hobby oder so. Aber das wird schon. So, das ist unser Prototyp. Bei diesem Krepppapier müssen wir jetzt beobachten, ob, wenn der Leim getrocknet ist, ob das dann immer noch so komisch aussieht. Sonst nehmen wir dann normales Papier. Ich fand das Krepp halt irgendwie hübsch, aber wenn man das nicht gut verarbeiten kann, dann ist das so. Ja, ansonsten muss das jetzt eh alles erstmal aushärten und fest werden. Und dann gucken wir mal, wie stabil das ist. Ja, also ich bin durch dieses Krepp jetzt nicht so zufrieden, aber ansonsten finde ich das eigentlich schon eine nette Sache so. Gucken wir mal, wie es hält. Das trocknet jetzt erstmal. Ich lege hier auch wieder was drauf, damit das so alles wirklich ordentlich festgepresst wird. Und dann
schauen wir morgen nochmal drauf. Ich habe jetzt 11 Zuckertüten, verschiedenste Arten und Weisen. Ich zähle gerade mal nicht, dass ich irgendwie Scheiße erzähle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach, ja, eine liegt noch hier drunter und wurde noch gepresst. Genau. Genau, es sind 11, ja, aber das reicht auf jeden Fall noch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall noch genug Perlen. So, wir sind schon wieder sehr fleißig. Ich habe jetzt alle Zuckertüten erstmal, also für, ich sag mal jetzt alle Einladungen, die ich jetzt soweit, also ich habe halt immer die Gästeliste durchgeguckt und so. Und deswegen, also ich kann ja jederzeit noch welche nachträglich machen, wenn irgendwie jetzt eine zerbricht oder so. Und Karl ist jetzt hier schon fleißig am Schreiben. Und zwar beschriftet Karl gerade diese Stiftteile. Da liegen hier schon einige. Und da müssen aber noch einige produziert werden. Ja, hier sind die Zuckertüten. Genau, ich habe hier so Streifen vorbereitet. Die sind nicht perfekt gerade. Aber das ist beim Moosgummi natürlich ein bisschen schwierig. Ja, und hier... Hier bei den Prototypen sieht man ja jetzt ganz gut, wie das nach einem Tag aussieht. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, die Wimpel mit normalem Kleber zu kleben. Und der Rest kann genauso umgesetzt werden, wie halt jetzt hier so das gemacht wurde. Also der Rest passt halt so weit. So, ich habe das jetzt hier alles mal systematisch sortiert. Also und immer ich habe die Striche gemacht. Ja, immer ein Blatt sind die Sachen, die zusammengehören. Dieses kleine Blatt, was dann da liegt, wird für diesen Stift, also für den hier, diese diese Grundlage sozusagen. Und aus der Farbe, wo das mittlere, der mittlere Teil von dem Wort ist, also hier zum Beispiel blau oder hier halt diesem Orange, schneiden wir dann noch so ein Dreieck für den Stift vorne. Genau, und das habe ich jetzt hier erstmal alles soweit immer zugeordnet. Das sieht auch echt super aus jetzt hier. Der ganze, die ganze TV-Bank voll. So, dann muss ich noch solche Schnüre hier machen. Das muss ich aber erstmal noch abmessen und dann halt mit so Knoten. Und dann muss ich halt noch ein paar Wimpel schneiden. Genau, und dann muss im Endeffekt eigentlich nur alles geklebt werden. Nicht mehr heute, deswegen habe ich das jetzt hier sehr hübsch beiseite gelegt und muss jetzt hier erstmal für Ordnung sorgen. So, und ihr seht schon, hier haben wir eine kleine Strecke aufgebaut, wo Sachen gepresst werden. Nämlich sind jetzt die ersten Einladungen soweit geklebt, also die erste Hälfte, der erste Schwung, und so sehen die aus und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Die brauchen also noch ein Stückchen natürlich, damit die ganz fertig werden, also ganz durchtrocknen. Aber so sieht es im Endeffekt dann aus. Und jetzt sieht man auch bei den Wimpeln, ist es viel, viel besser. Ich habe jetzt da dazwischen, zwischen die zwei Wimpelschichten, habe ich ein Stück Papier noch getan. In der Farbe von immer diesem Untergrund vom Stift. Und habe dann da unten drunter Bastelkleber gemacht, aber auf diese oberste Schicht, also auf das Papier zwischen die oberste Schicht Crepe, habe ich normalen Kleber gemacht. Und so sieht es praktisch aus. Und hier liegen jetzt schon 6 Stück und werden gepresst. Und den Rest machen wir morgen. Und somit sind die Einladungen äußerlich erstmal soweit fertig. So, und ihr seht schon, ich schneide gerade schon das Video. Das ist jetzt eigentlich ziemlich lustig. Jedenfalls sind wir damit am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.